Biedermann und die Brandstifter handelt von dem Haarwasserfabrikanten Gottlieb Biedermann, der sich von zwei Brandstiftern verführen und für deren Zwecke instrumentalisieren lässt. Die Brandstifter stehen plötzlich im Wohnzimmer der Biedermanns und okkupieren später deren Dachboden, um ihn als Lager für ihre Benzinkanister zu nutzen. Weder das Dienstmädchen, noch Gottlieb Biedermann, noch seine Ehefrau Babette schaffen es, die Brandstifter aus dem Haus zu werfen, weshalb das Lehrstück von Max Frisch dann auch in einer Katastrophe endet. Wir arbeiten in unserer Inszenierung mit einer offenen Bühne, die alles und alle sichtbar lässt. Zudem arbeiten wir mit wenigen sehr klaren Mitteln, zum Beispiel mit einem großen Tisch, der sowieso eine soziokulturelle Bedeutung hat, mit Kanistern, mit einer 100 Meter langen Zündschnur und einem Mikrofon. Diese wenigen Mittel konnten wir während der Proben sehr bildhaft nutzen. Beispielsweise wird die Zündschnur kreuz und quer durch den Raum gespannt, über 100 Meter, sodass sich die Figuren immer mehr darin verwickeln und verstricken, vor allem die Biedermanns. Wir untersuchen in unserer Inszenierung die Mechanismen von Populismus, denen die bürgerliche Gesellschaft teilweise hilflos ausgeliefert zu sein scheint. Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas hat der Abend viele groteske und humorvolle Elemente. Kommen Sie zu Biedermann und die Brandstifter ans Theater Ansbach, einem brandaktuellen Abend.